Und hier ist die Truhe, die haben wir schon... Ne, Hocker. Da ist die Truhe. Metalltruhe, haben wir aufgemacht, gut. Dann gehen wir jetzt mal in die restlichen Häuser, die noch übrig geblieben sind. Das sind die Sklavenhäuser. Beziehungsweise, ich glaube, da waren wir drin. Naja, ja, großteils waren wir da drin. Was war das gerade? Eine Holzfällerachst. Gut, die nehmen wir auch noch an uns. Da unten, da sehe ich doch noch was. Ja, war klar, dass da noch mehr Tote liegen. Entschuldigung, Leute. Tut mir leid, ich konnte nicht alle retten. So, Lars. So, was willst du mit Kampf unterrichten? Warum sitzt du hier im Knast? Warum? Ich habe den Arenameister Barak bestohlen. Auf Diebstahl stehen die Jungs überhaupt nicht. Ich hab grad alles. Ja, ich weiß. Ausgerast. Bring mich den Pass nach Nordmar. Nee, danke. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Du hast im Krieg gekämpft. Ende. Na gut. Das war's, Leute. Wir haben es geschafft. Silden ist frei. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße, Leute. Heilige Scheiße. Ja. Mal gucken, ob wir irgendwas Tolles bekommen haben. Nein, haben wir nicht. Es ist vollbracht. Ich werde mal eben hier speichern. Denn ich habe gerade ungefähr 10 Minuten gebraucht, um auszuplündern. ja. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben Silden befreit. Nur habe ich keine Ahnung, was jetzt... Ah, ich muss erstmal die Rüstung wechseln. Bevor ich jetzt irgendwo anders hingehe. Denn... Ja, wir werden jetzt nochmal eben zu dem... Dingster-Typen gehen. Zu dem Anok. Und ihm sagen, dass Silden befreit ist. Da kriegen wir bestimmt auch nochmal Erfahrung und überhaupt... Bin ich mir ziemlich sicher. Da sehe ich doch einen Bison. Und da sehe ich doch zwei Hasen. Und das sind das Nashörner? Nashörner, genau, das sind Nashörner. So, tut mir leid. Ich werde sterben. Ja, alles auf. Ja, jetzt habe ich schon wieder die Ich-Perspektive, also das hier, das ist auf der Taste T. Und ich drücke immer Z, um alles aufzuheben. Deswegen, passiert es öfters, dass ich von das irgendwie wechsle oder wie auch immer. Habe ich die hier schon geöffnet? Die habe ich schon geöffnet. Und da sind Lurker, mit denen ich mich jetzt kurzzeitig anlege, da die mich gerade nerven. Da die mich gerade lecken, die lecken gerade. Vor allem, weil ich nicht treffe. Na komm. Da. Jetzt sagt mir nicht, dass der auch so eine Monsterattacke hat hier. Wie die Wölfe. Die Wölfe haben ja so eine Monsterattacke. Die können so lange angreifen, bis du tot bist. So. Ja, ich hatte doch meine Waffe schon längst weggesteckt. So, alles aufsammeln. Natürlich, überall alles aufsammeln. Ja, danke. So, da haben wir wieder die Rebellen. Also die erste Rebellen. Ja, killt das Mist ruhig mal. Ich halte mich da raus, denn ich gehe weiter. Da hinten. Ah, guck mal, den Weg haben wir eben nicht gefunden. Weil es dunkel war. Was war das? Ach, eine Pflanze, die will ich haben. Danke. Ja, hier geht's weiter. Widerstandskämpfer, entschlossener Rebell. Wie gesagt, die haben mir den ganzen Wald besetzt. Ich habe keine Ahnung, wo ich eben lang gegangen bin. Aber auf jeden Fall war es nicht der richtige Weg. Der richtige Weg geht hier nämlich über die Brücke. Ja. So, und der geht hier rüber. Dann finde ich hier eventuell jetzt auch den Feuermagier, den ich eben meinte. Finde ich den Feuermagier? Hallo? Feuus Magus.
Nein, irgendwie nicht. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Hallo, Feuermagier? Manu. Rebellenveteran, was haben wir hier? Da haben wir, glaube ich, nur Sklaven und ein Typ. Ja, befreiter Soldat. Ja, ich habe gerade keine Lust, die Pflanzen aufzusammeln. Gut, dann gucken wir mal hier, was ist hier? Oder sind wir hier schon bei Anok? Weiß ich gerade nicht, wir sind schon bei Anok, ja, wir sind schon bei Anok. Ist das dein Ernst? So. Ich hörte von der Revolution. Silden ist wirklich befreit? So ist es. Verdammt gut gemacht, Fremder. Das lässt das Volk der Menschen wieder Hoffnung schöpfen. Möge Innos... Wie wär's, wenn du mir noch irgendwie was Tolles gibst? Hm? Wie ist die Situation am Pass? Mir ist zu Ohren gekommen, dass wieder einige Orks versuchen, aus Nordmar nach Silden zu gelangen. Meine Späher haben eine Gruppe Orks oben am Pass gesichtet. Mir wäre wohler, wenn sie ihr Ziel nie erreichen. Ja, toll. Jetzt habe ich nur einen Quest, den ich gar nicht annehmen wollte. Ich will die schwere Rebellenrüstung. Wir haben nur 6000 Gold erbeutet. Was ist das denn für ein Scheiß? Der hat 13.000 Gold, also werden wir jetzt hier ein bisschen was los. Da die Sachen alle abgenutzt sind. Oh, die Pfeile. Wie viele Pfeile wir denen abgenommen haben. Ne? Naja, die Sachen sind eh alle abgenutzt. Das heißt, ich kann sie schlichtweg nicht gebrauchen. Goldschwert, was? Woo, ich will die Rüstung haben. Alter, wie geil. Was für ein Kackerscheiß ist das denn jetzt? Was ist das denn jetzt für eine Aktion, ey? Hallo, what the fucking hell? Okay. Das Ausplündern hat was gebracht. Aber nicht gerade zu viel, lol. Okay, die Schilde sind auch scheiße viel wert. Die Schilde muss ich woanders verkaufen. Ja, Gold austauschen. Tauschen. LOL, Alter! Juhu! Wir haben die monsterfette Rüstung. Sehr geil, okay. Also die gerade mal etwas besser ist als die Paladin-Rüstung ist natürlich das Beste. Aber bis wir die Paladin-Rüstung, Moment, wie lange brauchen wir noch, bis wir die Paladin-Rüstung? Wir brauchen noch 10 Ruf bei Rebellen, das heißt, wir müssen noch mehrere Städte einnehmen wahrscheinlich, aber das machen wir ganz sicher nicht jetzt. Jetzt, so, jetzt lasst mich mal ganz kurz überlegen. Ich werde mal eben hier speichern. Und möchte nur kurz was ausprobieren. Und dann ist Schluss. Ja. So leid es mir tut, aber dann ist das mal gut. Nach den ganzen Schoten hier gerade ist dann erstmal Schluss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, achso, er hat gespeichert. Entschuldigung, ich warte gerade darauf, dass der Bildschirm verschwindet. Wir werden uns mal eben teleportieren, und zwar nach Geldern. Geldern da. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich echt gespannt. Weil die Orks sind nicht böse auf uns, aber der Anführer in der Burg, der könnte uns ein Problem bereiten. Guck, die sind alle noch grün. Jetzt muss ich mal eben gucken, ob ich nie wieder mit den Anführern der Orks reden darf oder ob es noch geht. Oder ob es nur in neuen Städten nicht geht. Ich habe nur noch Faring, wo ich nicht zum Anführer darf. Es gibt schlechte Nachrichten. Immer mehr unserer Städte werden von den Orks zurückerobert. Wenn das nicht aufhört, werden wir jeden, den wir nicht verlieren. Was willst du damit sagen? Okay, Glück gehabt. Wo haben wir ein Glück? Haben wir ein Schwein? Ja, eine Stadt mehr und wir werden angegriffen. Oh, ist das schön. Oh Gott, ey. Was weißt du über die Bedeutung der göttlichen Artefakte? Oh, geschafft. Okay, wo haben wir ein Glück, Leute? Das heißt, nächstes Mal kommt Faring. Faring 75 Ruf, ja. Und wenn wir Faring 50 Ruf haben, dann gehen wir hoch nach Nordmar rein. Und werden dem Kloster mal einen Besuch abstatten und überhaupt. Und was wollen wir eigentlich? Ach doch, Xardas. Genau, Xardas war da. Ja, richtig. Na gut,
Wir gehen das nächste Mal nach Nordmar rein, beziehungsweise erstmal Faring Ruf. Ich weiß nicht, wie schwer das wird und wie viel Zeit das in Anspruch nehmen wird. Aber auf jeden Fall, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben Silden befreit. Wir sind noch resistent gegen Kälte. Der Held ist immun gegen die Auswirkungen der großen, von großen Kälte und erhält einen Rüstungsbonus gegen Eisschaden. Yeah. Es gibt Hitze, es gibt Krankheit, es gibt Giftresistenz. Egal. Leute! Okay, lassen wir das. Ja. Das nächste Mal geht's weiter. Und zwar von hier aus. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Videos. Bis zum nächsten Mal. Euer Hedi.